Hallo und willkommen zurück zu Medieval Dynasty, unserem kleinen Einblick. Wie ihr seht, habe ich das Haus schon erleben gemacht. Ja, die fliegen hier so rum. Ich kann das Kind immer noch nicht steuern. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht, ob es jetzt daran liegt, dass die fliegen, aber wir werden sehen. So, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie das im letzten Update war. Also, im letzten, was ich hier so gemacht habe und so. Gut. Also. Ich habe die Nahrungshütte. Wow, ich habe ernsthaft vergessen, wie das heißt. Jedenfalls habe ich die ein bisschen weiter nach hinten versetzt. So, dass es jetzt ein bisschen hier die alles bündig ist. Ne? Sodass, wenn wir dann die Wege bauen, es sich auch besser ausgeht. Ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, was ich hier hinbaue. Ich habe mir überlegt, ob ich hier vielleicht nochmal einen Ressourcenlager hinmache. Weil es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass ich nochmal ein Ressourcenlager machen muss. Ah, da arbeiten sie fleißig, meine Schäfchen. Da haben wir noch ein paar Tage Zeit. Ja, ein paar neue Leute habe ich angeworben. Und ich wollte euch das mal zeigen. Also, die arbeiten jetzt hier alle. Oh, ist der schön. Oh, so viel Flachs. Schaut euch das an. So viel Geld. Oh. Ich habe mich auch hier jetzt woanders hingesetzt, wie ihr seht. Ich sitze jetzt oben in der Ecke. Und schaue auf alles herab. Nein, das liegt einfach daran, dass ich glaube, dass ich hier am wenigsten störe. So. Okay. Ja, ein Schäfchen habe ich mittlerweile geholt. Weiß ich gar nicht, habe ich das in der letzten Folge gemacht? Ja, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gemacht. Ja, das ist sehr gut möglich. Ich habe es trotzdem geschafft, im Frühling nochmal meine Steuern zu zahlen. Und wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Mit dicker Suppe. Ich bin wirklich die kompletten 3 Tage vom Frühling bin ich hingelaufen, habe dicke Suppe verkauft. Also ich habe ungefähr, wie ihr seht, 150 dicke Suppe verkauft ungefähr. Ja, weil haben wir reichlich, nicht? So, dann haben wir ja hier noch wie gesagt, die ganzen Pilze hatte ich auch verkauft. Wir werden auf jeden Fall gucken. Dass wenn die Suppe, hier wie zum Beispiel die hier, ne, die ist 37%, die können wir komplett mitnehmen und können die dem Händler geben. Da muss ich mal gucken, hier salzt mich. Wieso salzen sie den Fisch nicht? Wieso salzen sie den Fisch nicht? Fisch nicht, Fisch nicht, dich. Nein, Entschuldigung. So, was noch passiert ist. Ich habe hier ein Häuschen gebaut. Und zwei also Grabungsdinger, wo sie jetzt Lehm abbauen. Weil hier ist ja die Lehmstelle und ich habe ein Pärchen, die wohnen da beide und sind beide dafür angestellt, dass sie hier die Lehmgruben bearbeiten. Dann habe ich meine Frau, Entschuldigung, meine Frau hier hingeschickt zum Arbeiten. Wie gesagt, da werde ich halt auf jeden Fall noch jemanden hier wohnen lassen. Da ist nämlich auch mein Plan, dass ich 2 Stück hier wohnen lasse, die dann in der Mine arbeiten. Ja, ihr habt es bestimmt schon gesehen, dass ich hier noch die Holzproduktionsdings, also die Holzfällerhütte, nicht Holzfällerhütte, wie hieß das? Wie heißt denn das? Oh, mein Gehirn sagt heute so, nö. Du. Weißt du? Ah, heute kein Bock. Kannst du mal schön alleine machen. Holzschuppen. Genau. Holzschuppen. So, wie ihr seht, der ist da hinten auch schon voll. Und das Problem an dem Holzschuppen momentan ist, der ballert mir das Lager voll. Also die sind, wie ihr seht, die sind hier sehr produktiv, was das angeht. Oh nein, das war keine gute Idee. Ah! Gut. Deswegen sage ich, ich brauche noch ein Ressourcenlager. Weil das läuft. Das läuft, also das Geld läuft. So. Hier passiert tatsächlich gar nichts. Ich glaube, aber wenn ihr das richtig gesehen habt, ich glaube nämlich auch, dass alles, was hier hergestellt wird, geht in die Nahrungsbehältnisse. Also das heißt, dass die ganze Suppe, die da drin ist, die stammt gar nicht von mir, sondern hier von unserer netten Dame. Ne? So, der Flachs, der muss ich mal gucken. Ich weiß nicht warum. Wir haben doch eine Farmerin. Wieso arbeiten die nicht alle ordnungsgemäß?
So, da haben wir doch Pharma. Ja. Wieso arbeitest du nicht? Wieso arbeitest du nicht? Ich möchte, dass du es tust. So, da. Ne? Wachsam, 10%. Wieso habe ich das nur auf 10%? Was? Der Rest ist Lehmbewurf. Okay. Da sehen wir auch schon das Problem. Das machen wir mal hier auf 50 und das hier auf 50. Also, ich hoffe mal, dass die das jetzt durchzieht. Weil wäre schade, wenn nicht. Habe ich jetzt die ganzen Flachs mitgenommen? Ja, das ist nicht gut. Okay. So, ja, ich muss ein bisschen Platz schaffen. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Ich denke mal, wir bauen noch ein Ressourcenhaus. Ja. Was anderes bleibt mir ehrlich gesagt gar nicht mehr übrig, weil ihr seht, da ist einfach absolut kein Platz. Und ich bin am Belegen. Also, wir haben Plätze für den Ressourcenplatz, sind wir da vorne oder hier direkt, so quer. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir es hier so noch stehen haben. Das wäre nämlich auch nicht verkehrt, weil wenn ich dort Sachen baue, dann muss ich immer bis nach da hinten laufen. Das ist sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Deswegen. Okay, ich habe keinen Hammer mehr. Oh, der ist wahrscheinlich wieder kaputt gegangen. Wisst ihr, wie schnell die kaputt gehen? Furchtbar. Oder fruchtbar. Entschuldigung. So. Ich schmeiß das mal hier raus, damit ich Licht habe. Ja. Die Eisenschaufel wiegt am meisten. Wie kommt das? Wie kommt das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut. Ja, ich habe mir irgendwie jetzt überlegt, beziehungsweise nicht überlegt, sondern ich habe es jetzt letztens so gemacht. Ich habe im Stream weitergespielt. Also, ich hatte ja gesagt, dass ich euch immer auf dem Laufenden. Ja, seht ihr hier die dicke Suppe? Die ist überall. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich immer weiterspiele, ne? Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden auf YouTube. Alle paar Tage werde ich mal so einen Einblick geben, was passiert ist, wenn ich mich daran erinnere, was ich gemacht habe dazwischen. Nein, also ja, und ansonsten würde ich dann im Stream immer so längere Episoden spielen, weil ich habe auch gesagt, ich habe jetzt eigentlich zwei Spielstände. Den einen habe ich immer im Stream gespielt und den anderen nur hier im Let's Play. Jetzt ist der Let's Play soweit, dass wir mit dem Stream aufgeschlossen haben. Und da habe ich gesagt, das ist auch blödsinnig, wenn ich da zwei verschiedene Spielstände spiele, zwei verschiedene Frauen und so. Ich kann dieses Doppelleben einfach nicht mehr, okay? Ich kann das einfach nicht mehr. Gut. Also bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht für meine beiden Frauen netter wäre, wenn ich einfach nur eine hätte. Ja, kein Doppelleben führen würde. So. Und dann kommen auch mal dann kommen auch nicht mehr diese Verwechslungen. Was habe ich hier? Ressourcenlager, brauche ich 10 Rundholz. Wie kommt? 10 Rundholz. Ich arbeite ja die ganze Zeit auf das Dreier hin, deswegen wollte ich es eigentlich zuerst nicht bauen, weil ich mir gedacht habe, okay, du brauchst sowieso erst das Dreier, bevor es weitergehen kann. Aber das Dreier dauert halt doch noch ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Wir können jetzt bald dieses Haus bauen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Da werden wir das auf jeden Fall auch ein, zwei Mal bauen. Um aber einfach zu gucken, wie das so drauf ist, wie die Vibes so sind. Nein, ihr wisst, was ich meine. Und dann würde erst das Ressourcenlager kommen. Und das dauert einfach noch so lange. Das dauert. Gut. Die Fischerhütte 2, also wie gesagt, das dauert alles noch ein bisschen. Hier kommen wir jetzt gerade gut voran, weil natürlich im Sommer und Frühling sehr viel Feldarbeit betrieben wird. Da läuft, würde ich sagen. Ja, 247. Was soll das? Die drei. Die drei. Gut. Das Geld kriegen wir auch noch zusammen. Ja, hier habe ich die Taverne 3. Die hatte ich ja auch schon gebaut. Und da sind wir ja auch schon über die 10.000 Punkte drüber hinweg. Also läuft alles gut. Ich denke mal oder hoffe mal, dass die Bäckerei auch hier drunter verfallen wird. Hier drunter. Das heißt, dass ich dann auf jeden Fall die Bäckerei 1 und 2 und so freigeschaltet bekomme.
Im schlechtesten Fall wird es hier drunter fallen und ich. Aber eigentlich Landwirtschaft, oder? Naja, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Weil hier ist ja eigentlich wirklich alles nur, was man zum Anbauen braucht und zum Herstellen war immer das hier. Und ich hasse ja, wie gesagt, die Taverne. Werden wir gucken. So. Mögliche Plätze für die Bäckerei wäre tatsächlich hier neben dem Nahrungshändler. Da wollte ich auf jeden Fall nochmal dieses Haus hinbauen. Und ja, ich wollte zwei Hölzer holen. Also das ist so ungefähr der Fahrplan. Ah, seht ihr, jetzt arbeitet sie. Jetzt arbeitet sie. Sehr schön, weil wir haben die ersten Flachshalme. So. Ja. Und wie gesagt, also ich kann den Sohn jetzt nicht steuern, leider. Ich guck mal. Nee, der Baum muss weg, ne? Der muss weg. Nee, da komme ich nicht drum herum. Oder ich kann es gar nicht hier hinbauen. Das wäre natürlich schade. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich das hier so reinmache. Aber nee, Alter, guck mal, wie riesig das Ding ist. That's what she said. Gut, vielleicht versuchen wir es doch nochmal mit dem Baum wegmachen. Weil es ist halt. Seht ihr das? Wir versuchen es mal. Weg mit dir, Baum. Geh weg. Weiche. So. Bäm. Dein Ernst, Baum. Könntest du dich bitte hinlegen? Danke. Schlimm sowas. So. Okay. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das, dass das, jetzt gehen könnte. Nö. Okay. Ich habe in die falsche Richtung gedreht. Nee. Wieso? Okay. Wird dann halt ein ganz, ganz kleiner Durchgang. So. Ja. Ja, sieht gut aus. Das, ja, also ich weiß nicht, also ich finde jetzt auf den ersten Blick jetzt keinen Fehler. Weiß nicht. Seht ihr irgendwas? Irgendwas, was komisch ist? Erzähle nicht, ist es, dass ich das jetzt nicht abreißen kann, weil das Lager voll ist. Gut. Moment. So, wir brauchten 10 Stück davon, weil wir müssen sowieso gleich ein neues bauen. Gott. Manche, ich schaffe es schnell genug. Bitte. Ballert das Lager nicht voll. Sonst muss ich gleich die Holzscheite rausholen und die einfach hier rausschmeißen. Sieht einfach so beschissen aus. Entschuldigung. Bescheiden. Bescheiden. Ich wollte bescheiden sagen. Tatsächlich, wenn ich es ein bisschen weiter nach vorne mache, dann würde das sogar noch gehen, weil dann hätte man so das Gefühl, ja gut, hier ist der Eingang und dann kann man immer noch vorbeigehen. Alles gut, alles gut. Aber das ist ja natürlich, ja, nochmal eine ganz andere Geschichte, nicht? Wir schaffen das. Wieder voll. Ja. Ist also direkt nachdem ich das raushole, wird es halt einfach wieder komplett voll geballert. Komplett voll. Die haben halt auch alle irgendwas, die wollen halt alle irgendwas hier reinschmeißen. Ich glaube, das Gewicht geht nicht weg, ne? Jetzt ging das Gewicht weg. So. Nehmen die jetzt einfach hier raus und schmeiß die da raus. Was soll ich denn sonst machen? Manu. Komm. Es ist geleert. Hier ist nicht mal eine Truhe drinne.
Heide. Die mobsen mich. Seht ihr das? Die mobben mich einfach hart. Okay, ich muss, glaube ich, tatsächlich jetzt einfach runter auf unter 1000, weil der das nicht rallt. Weil der einfach nicht rallt, dass das da vorne ist. Also, runter unter 1000. Das wird lustig. Nee, Brennholz. Brennholz sollte vielleicht ein bisschen drinnen bleiben. Die Hälfte lassen wir drin. Schmeiß jetzt alles hier draußen hin. Ist mir egal. Interessiert mich alles nicht. Ich glaube, dass ich hier unter die Hälfte kommen muss. Und dass es dann funktioniert. So. Ja, das ist halt einfach... Ja, okay. Kleinvieh macht Mist, ne? Ja, bestes Sprichwort. Ich glaube, das war nicht mal richtig, aber... Mein Gehirn ist heute sowieso nicht mit dabei. Wisst ihr, was ich meine? So, hier können wir ruhig mal 400 Steinchen nehmen. Oder 500. So, jetzt sind wir unter den 1000. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, ne? Dann... Weiß ich auch nicht mehr. Gott sei Dank. Okay, so. Also, ich könnte es jetzt hier so dran bauen. Oder nicht? Wisst ihr, was ich meine? Dass ich ein bisschen hier verschiebe, sodass ich hier den Eingang habe und hier so dran vorbeilaufen kann. Dann könnte man tatsächlich noch den Weg machen. Oder ich drehe es einfach um und... Aber dann... Nee, wir machen das so. Wir machen das so wie eben, nur dass wir das ein bisschen verschieben. Oh Gott, die Nase juckt gerade. Meine Mama hat immer gesagt, dann wird gesoffen. Hier könnte ich aber so auch sowas wie eine Bäckerei oder so hinmachen. Also nee, kommt schon hier. Die Kurve da hinten lasse ich drinne. Das Schaf ist einfach rausgerannt. Hier gibt's Wölfe, Schäfchen. Musst du aufpassen. Verantwortungslos. Dass die auch nicht auf die Schäfchen aufpassen. Alle verantwortungslos. So. Machst du quer hin? Ich würde das schon gerne hier so... Das Problem ist auch, ich weiß nicht, wo es bündig ist. Moment. Ich will ja, dass es hier auf jeden Fall... Also werde ich das so von der Seite machen, damit ich bestimmen kann, wo das hinkommt. So, das sollte ja schon noch ein bisschen reinragen, ne? Ist auch, glaube ich, viel zu weit unten. Ja, anders geht's nicht. Aber das ist ja... wo ist der Eingang? Ich möchte ja nicht... hören. Aber wo ist der Eingang? Verdammt nochmal. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist das, wo ich gerade drauf gucke, hinten. Okay, das heißt, hier wäre der Eingang dann jetzt rechts. Okay, das ist ja auch so, wie ich es möchte. So. Ich habe so das Gefühl, dass es trotzdem unschön wird. Wir werden sehen, wie es wird. Ja, es steht halt einfach hier ab. Aber wir hätten hier halt einen Weg zum Vorbeigehen. Die Wahrheit ist, wir haben einfach noch mehr als genug Holz, um das immer und immer und immer wieder zu bauen. Es wäre halt auch noch eine Möglichkeit, dass ich das einfach nach da baue. Weißt du, was ich meine? Dass wir da hinten halt dann auch die Fläche frei haben. Aber dann haben wir, glaube ich, keinen richtigen Durchgang. Dann haben wir halt nur diese Gassen. Dann kannst du eigentlich nur aus dem Dorf raus und wieder rein. Falls du irgendwas möchtest. Werden wir gleich mal gucken. Ja. Ihr dürft jetzt live bei der Ideenfindung dabei sein. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gemacht hättet. Ob ihr das auch so gemacht, also...
ihr auch versucht hättet euren, oder ob ihr euren Kopf dann durchsetzt und dann lieber 5, 6 Mal baut, oder ob ihr sagt, naja, gut, jetzt ist auch gut. Ich glaube, so mache ich das. So mache ich das. Genau. So, so, so zurück. Ach nee, ich habe das zu sehr nach da, ne? Ja. Okay, das heißt. Ja. Ah, oh, bitte, bitte. Er macht's trotzdem. Naja, okay, gut, es geht. Es geht. War halt von mir schlecht gebaut da vorne. Der Eingang. Da baue ich, vielleicht baue ich hier noch ein Stückchen Zaun, einfach nur, um das Auge zu beruhigen. Oder beide. Mach ich jetzt. Baue hier noch ein bisschen Palisade hin. Dann sieht das wenigstens nicht so schrecklich für mich aus. Obwohl da jetzt so ein Loch in der Palisade ist, ne? Wieso machst du das nicht? Ach komm. Wegen dem Weg. Da ist ein Weg. Ich möchte das nicht. Okay. Super. Super. So. Okay, Leute. Also, bauen werde ich das Ganze aber offscreen. Offscreen. Damit ihr jetzt nicht 50.000 Jahre miterlebt, wie ich hier baue. Aber im Großen und Ganzen wäre dann halt die Idee, dass hier nochmal so ein kleiner Weg. Ich weiß nicht, ob ich so, solche engen Wege bauen kann später. Aber wir werden ja sowieso hier einen Hauptweg haben, da einen Hauptweg haben. Und hier, ich weiß nicht, seht ihr, wir können hier sogar noch irgendwas Kleines hinbauen. Und ja, das ist dann, so wird es dann laufen. Dass wir da so einen kleinen Weg hin haben. Aber so haben wir wenigstens in die Richtung hier. Und in die andere Richtung. Jeweils die Ressourcenlager. Und das Schöne ist auch, dass wir hier hinten, rein theoretisch könnten wir hier die Zäune noch abreißen und könnten dann nach dahin uns noch ausbauen. Denn sobald die größeren Ressourcenlager kommen, was ja noch ein bisschen dauert, würden wir sowieso hier auch nochmal umstrukturieren, wie wir das bauen. Also hier hatte ich jetzt so erstmal geplant, dass ich da dieses große Haus hinbaue. Das hier, glaube ich, auch die gleiche Größe wie das hier hat. Glaube ich. Kann aber auch nur 4 Personen beherbergen. Wo halt auch schon Biber gesagt hat im Stream, dass es einfach komplett blödsinnig ist, warum es trotzdem nur 4 Personen beherbergen kann. Verstehe ich auch nicht. Entschuldigung. So. Okay. Ansonsten. Uiuiui, guck mal, wie weit die schon sind. Okay, wir müssen unbedingt. Das Haus bauen. Deswegen, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Ansonsten, vom Management her hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich, wie ich das jetzt gemacht habe. Es werden auch immer mehr Mütter, was mich sehr, sehr freut. Wir haben jetzt schon hier die Einjährigen, ne? Und dann meiner ist ja der Älteste mit 3. Ich werde mal nächstes Jahr gucken, ob ich ihn dann steuern kann. Also ich werde jetzt auf jeden Fall jedes Jahr versuchen, mal V auf ihn anzuwenden. Ich hätte das ja euch schon vorher gesagt, dass es hier in der Lerndings geht, dass man halt kleinere Sachen, also dass man ihm kleinere Sachen der Erbe kann als Kind gesteuert werden, Taste V auf der Tastatur, aber seine Aktivitäten sind begrenzt. Er steht halt als Kind. Da kann man jetzt viel drunter verstehen. Ja, aber ich denke mal, gemeint ist, ich kann ihm auch keine Arbeiten zuweisen. Ja, da steht, er ist ein Kind. Ihm können keine Arbeiten zugewiesen werden. Vielleicht muss er noch mal wachsen. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht gefällt es ihr nicht, dass es ein Junge ist. Sie will es wieder zurückgeben. Ich weiß es nicht. Eigentlich stand auf ihm drauf, vom Umtausch ausgeschlossen. Aber gut. Gebrauchsanweisung war auch nicht dabei. So. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play oder in der nächsten Folge wieder. Unten ist übrigens mein Twitch verlinkt. Da bin ich eigentlich, wenn nichts dazwischen kommt, jeden Mittwoch und Sonntag versuche ich zu streamen. Vielleicht mal zwischenzeitlich auch mal so. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.